Ich habe ein Hochzeitsupdate für euch. Guten Morgen, herzlich willkommen zurück auf dem Manda-Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einem neuen Vlog. Ich sitze gerade hier und mache ein bisschen E-Mails. Once again, ich würde ja gerne auch mal was Spannenderes erzählen, aber das ist auch ein großer Teil von meiner täglichen Beschäftigung. Vor allem, ich habe gestern wirklich den Tag damit verbracht, E-Mails aufzuarbeiten, weil ich das sehr habe schleifen lassen, während wir in Lübeck waren. Ich da meinen Fokus einfach woanders hatte. Und alle haben einfach direkt geantwortet. Das heißt, ich hatte 100 ungelesene E-Mails in meinem Postfach und jetzt sind da wieder 50 drin. Ja, das sind halt ganz viele so Anfragen und ich sage wirklich, ich würde sagen 90% der Sachen ab. Und dann ist das aber, dann schreiben die halt alle nochmal zurück. Aber warum denn? Und schade, und vielleicht passt es zu einem anderen Zeitpunkt oder vielleicht passt ja was anderes oder... Und das, ich weiß, es meint niemand böse, aber das zieht sich dann alles so, weil dann muss ich wieder sagen, nein, ganz lieb, aber vielen Dank, das Produkt passt nicht zu mir, die Marke passt nicht zu mir. Nein heißt nein. Naja, genau. Und dann möchte ich gerne wieder mal ein Video drehen, damit es nicht wieder ausfällt am Wochenende. Und möchte mir dafür später ausgiebig Zeit nehmen. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber ich finde, ich klinge ein wenig nasal. Irgendwas blüht. Irgendwas fliegt. Ich muss auch manchmal niesen und dann juckt meine Nase und neulich haben meine Augen gejuckt und so. Meine Mama hat so ein bisschen Heuschnupfen und ich hatte damit eigentlich nie Probleme, aber jetzt, wenn ich mich gerade selber mal so reden höre, merke ich, irgendwie, da blüht was. Da fliegt was rum. So faszinierend. Ich habe gerade dieses kleine Bienchen aus unserem Wohnzimmer gerettet. Und habe da so ein bisschen Honig, den wir noch zu Hause hatten, auf einen Löffel getan. Und dann hat sie direkt so ihren Rüssel. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber das ist richtig faszinierend, wie sie den immer so rauspumpt, den Rüssel. Den hat sie direkt ausgefahren. Kaum habe ich den Löffel da so hingelegt. Ja, jetzt habe ich das einfach hier rausgestellt, damit die Katzen sie auch nicht attackieren. Jetzt können sie hier Kraft sammeln und dann wieder weiterfliegen. Unser Mittagessen besteht heute aus einer wilden Restemischung. Das war was ich gestern Mittag uns gemacht habe. Hast du gar nicht warm gemacht? Nö. Okay, so eine Linsensuppe. Pizza von vorgestern. Und das hier gab es gestern Abend. Das ist noch mein Rest. Und zwar habe ich einfach so Wraps gefüllt mit Tomaten, Mais, Kidneybohnen und Sojahackmischung. Und dann so Wraps gemacht und in die Auflaufform gelegt, alles mit Käse bestreut und noch kurz ein bisschen überbacken. Große Empfehlung, geht nämlich auch richtig schön schnell. Ja, Alex ist auch am Start. Und schon am Verspannen. Und genießt schon mal den Bulgursalat. Ich habe mein Streichoutfit angezogen, vor allem meine Streichhose. Denn ich habe gestern Abend eigentlich erst oder Nachmittag angefangen, den Holzverschlag zu bauen und heute Morgen direkt schon wieder. Da geht's jetzt weiter, ich zeig's euch mal. Und zwar haben wir von unserem Nachbarn mega viel Holz bekommen. Es war noch ein bisschen mehr und das muss halt verräumt werden. Deshalb habe ich gestern angefangen, hier was zu bauen. Und jetzt kommt hier noch das zweite hin und dann kommt ein Dach drauf und es wird noch verkleidet und weiß gestrichen. Ja, ich hoffe, das bekomme ich hin. In meinem Zeitplan steht, dass ich diesen Schuppen heute fertig kriegen muss. Aber ich glaube, das kriege ich hin. Das sollte eigentlich funktionieren. Ein paar Stunden später bin ich sehr voller Farbe. Ich habe gerade meine Hände einigermaßen sauber gekriegt. Richtig dumm. Ich habe nicht auf die Verpackung geguckt. Und das ist mit Verdünnung gewesen. Und wenn das halt mit Verdünnung ist, also auf Lösemittelbasis die Farbe, dann kann man das nicht mit Wasser auswaschen. Und ich natürlich schön die Walze und dann Wasser angehalten und dann gemerkt, scheiße, es schmiert komplett. Und dann geht halt auch nichts weg. Und ja, meine Hände sahen dementsprechend aus. Ich bin dann so ein bisschen mit Verdünnung ran. Sich nachher noch mal ein bisschen besser putzen. Aber schaut mal, wie cool das jetzt aussieht, so gestrichen. Hier kommt der Mülleimer rein und ja, jetzt kommt das Dach drauf und dann kann ich das ganze Holz da reinräumen. Ich habe Alex eben noch draußen geholfen, das Holz zu stapeln. Ich weiß gar nicht, ob er es erzählt hat, aber für sein neues Video hat er ja so einen Holzverschlag für uns gebaut, weil wir nämlich bei unserem Nachbarn Holz bestellt haben, also Feuerholz für den Winter, beziehungsweise vermutlich sogar eher nächsten Winter. Der hat nämlich so ein Grundstück und war da die ganze Zeit am Holzhacken. Und dann hat Alex irgendwann mal gefragt, ob man das bei ihm eigentlich kaufen kann. Und dann meinte er, ja sicher. Und dann hat er uns das aber einfach vor der Tür abgeladen.
Deswegen mussten wir uns jetzt mal zügig drum kümmern. Und ich war mit meinen Sachen weitestgehend fertig. Und dachte dann so, okay, das ist jetzt komplett asozial, wenn ich mich jetzt hier auf diese Couch auf dem Balkon setze und mein Buch lese oder sowas, während Alex da draußen am Schuften ist. Deswegen haben wir das jetzt zusammen gemacht. Er räumt jetzt gerade noch sein Werkzeug und so weiter weg. Auf mich wartet die Wäsche. Und wir haben Essen bestellt. Heute waren wir faul. Wir hätten eigentlich einkaufen gehen müssen. Unser Kühlschrank ist leer. Ich habe jetzt sogar was aus dem Camper rausgeholt. Da war noch eine Milch. Sehr gut. Und noch irgendwie so ein paar Aufstrichgeschichten. So dass wir auch morgen frühstücken können. Und dann gehen wir morgen. Morgen dann wirklich einkaufen. Aber jetzt heute Abend gibt es lecker vietnamesisch. Ich freue mich so sehr. Da haben wir schon so lange nicht mehr bestellt. Das ist so ein Vietnamese aus Reutlingen. Und dadurch, dass wir nicht in Reutlingen wohnen, muss man da immer für so eine insane hohe Summe Essen bestellen. Und wenn man uns zu zweit ist, ist es halt immer so, okay, das macht man nicht so oft. Und jetzt haben wir uns halt dann noch direkt Mittagessen für morgen mitbestellt. Und dann müssen wir uns da um nichts kümmern. Auch klug, ne? Das heißt, wir müssen erst nach dem Mittagessen einkaufen gehen. So smart. Willkommen unterm Dach, aka der aktuellen Abstellkammer und dem Wäscheraum. Ich habe ein Hochzeitsupdate für euch. Wir hatten nämlich gestern einen Termin bei unserem Caterer und haben da das Buffet durchgesprochen, weil wir uns für ein Buffet entschieden haben. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal erzählt haben. Falls nicht, hört es jetzt einfach nochmal. Falls ja, hört es nochmal so. Okay, Marie. Erstmal wieder zur Luft kommen. Wir dachten uns, ein Buffet sei schön gesellig. Und dann gibt es viel Auswahl und man hat eben auch so die Möglichkeit, selber zu entscheiden, wie viel man essen möchte und so weiter. Und wir haben so leckere Sachen. Also das Buffet wird 100% vegan sein. Es wird keine Ausnahmen geben oder sowas, sondern wir haben uns einfach für richtig geile vegane Sachen entschieden. Und es ist auch, finde ich, ein guter Mix zwischen so moderner Küche, also so, weiß ich nicht, Burger und so Ersatzprodukte und solche Geschichten. Und aber auch so traditionelleren Gerichten. Schwäbischer Kartoffelsalat und es wird auch so mit Pilzrahmsoße was geben und mit veganen Knödeln und halt irgendwie so. Also ich glaube, es kommen alle auf ihre Kosten. Ja, wir haben auch Curry dabei und es wird richtig fantastisch. Die Frage aller Fragen ist ja immer, was macht ihr, wenn man dann nicht mit 100 Leuten feiern darf? Und ich habe heute ein Video gedreht für meinen Kanal, was am Samstag online kommen wird. Und da habe ich nochmal ganz ausführlich, und ich wette, das Video wird etwas länger, wenn ich es dann geschnitten habe, weil ich habe, glaube ich, eine Stunde gefilmt. Ich muss mal gucken, was ich davon wegschneide, weil ich habe nicht eine Stunde geredet. Auf jeden Fall habe ich da nochmal alles zusammengefasst, was jetzt die Hochzeit, unsere Planung und so weiter betrifft. Und werde das auch so mit Timestamps machen, damit man so ein bisschen durchskippen kann und die Punkte, die einen interessieren, sich irgendwann nochmal anhören oder wie auch immer, was da so das individuelle Bedürfnis ist. Und dann hat man das einfach nochmal so gebündelt. Wir haben zwar im Vlog jetzt ja immer mal wieder auch über die Hochzeit gesprochen und über unsere Pläne, aber ich habe das Gefühl, manches geht dann halt einfach unter, weil eben bekanntes Phänomen, haben wir das schon erzählt? Keine Ahnung. Ist das überhaupt interessant? Keine Ahnung. Und dann gehen halt manche Sachen einfach so ein bisschen verloren. Und gerade all diejenigen, die vielleicht selber dabei sind, für dieses Jahr eine Hochzeit zu planen oder fürs nächste oder sich einfach für das Thema interessieren, ist das ja ganz cool, da nochmal so ein paar Erfahrungen vielleicht auch gebündelt zu haben. Yes. Genau, Punkt. So, mehr wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Nur, dass es da dann nochmal ein ausführliches Update geben wird. Aber so klar, ne? Bei den Behind-the-Scenes-Sachen, da seht ihr halt schon immer die Ersten, die alles mitkriegen. Muss ja einen Vorteil haben, die Vlogs zu gucken. Dank Maries Hilfe ist der Holzverschlag fertig und vor allem schon befüllt. Also, wenn ihr das sehen wollt, Samstag-Video schauen. Marie hat extra gesagt, ich sollte noch nicht das fertige Ergebnis zeigen, weil ein paar geschrieben haben, oh, sie finden es sonst langweilig, mein Video zu schauen. Also deshalb gibt es es jetzt ja, nicht. Ja, weiß ich nicht, aber dachte ich mir so, ist doch vielleicht spannender, wenn man es dann im Video sehen kann. Ja, und
Heute haben wir bestellt. Sieht abartig traumhaft aus und oh, ich freue mich jetzt so sehr darauf. Ich habe eine Frage. Ja, was? Kann ich was mit deinem Tofu anhaben? Das ist drunter. Das ist genau gleich viel. Okay. Ja, ja, okay, okay. Ich wollte nämlich gerade sagen, guck mal, das ist Alex' Teller und das ist mein Teller. Ja, das waren halt zwei Separés und die habe ich zusammen geleert, weißt du. Und ich glaube, bei dir ist das drunter. Keine Sorge, sie kommen nicht zu kurz. Wir haben heute Morgen hier irgendwie das Office aufgeschlagen. Keine Ahnung, warum wir es eigentlich hier gemacht haben. Ja, jetzt gibt's Frühstück. Marie hat uns ein wunderschönes Porridge gemacht hier. Könnt ihr sehen? Oh. Geil. Duftet sehr gut auf jeden Fall. Übrigens habe ich die Tage auch Post von YouTube bekommen. Mein Play-Button ist da. So cool, oder? Ja. Das macht einen schon ein bisschen stolz. Das finde ich so cool von YouTube, dass man das immer noch bekommt, obwohl es ja mittlerweile so viele Leute gibt, die so einen Play-Button bekommen. Finde ich das irgendwie voll die krasse Wertschätzung von so einer Plattform, dass sie sowas machen. Ich meine, Herstellungskosten, keine Ahnung, wie teuer das jetzt ist. Wahrscheinlich nicht mehr so teuer. Die haben auch davon, also die haben eine ganz eigene Produktion in Amerika nur für die Dinger, gell? Echt? Ja, das ist richtig krass. Eine ganze Firma, die nichts Was? Anderes macht, außer Playbuttons. Ja, mittlerweile lohnt sich das produzieren. Richtig. Ja, mittlerweile müssen sie richtig viele machen. Ja, ich will gar nicht wissen, wie viele Millionen Playbuttons die auch machen müssen und wie viel 100.000 auch in den Tinnen. Ja. Crazy. Sehr cool. Der ist auf jeden Fall anders geworden. Ich zeige euch das mal kurz, wie die davor aussahen. Also das ist jetzt der neue. Der ist irgendwie ja, so Alu-Beschichtung oder so. Das ist der von Manda. Glas, beziehungsweise Plastik, glaube ich, und so ein Alu-Rahmen. Und das ist der allererste von Marie. Ich glaube, das ist noch tatsächlich richtig Glas. Und das ist hier auf das Glas gedruckt und hier ist es auf das Papier gedruckt. Also ich glaube tatsächlich, dass es halt immer weiter optimiert wurde irgendwie, dass es einfacher herzustellen ist. Und diese Teile, das wird halt einfach da drauf gedruckt auf diese Platte. Aber ich finde optisch ist ja auch richtig cool. Also der 100.000 Abonnenten-Button. Eigentlich könnte man da schon auch gendern, Abonnent-Innen-Button. Ja. Ich werde jetzt eine Runde Sport machen. Ich mache das ja zurzeit super gerne wieder morgens, weil ich da einfach gefühlt mehr Energie habe und es mir da leichter fällt, mir auch die Zeit zu nehmen. Am liebsten eigentlich vor dem Frühstück. Heute war aber alles so ein bisschen verschoben, weil Alex später noch bei Bredda ist und wir mussten aber einige Sachen zusammen besprechen. Wir machen ja mittlerweile wieder alles selber, wir haben ja kein Management mehr und so und haben so manche Kooperationen, die wir beide machen mit manchen Marken, zum Beispiel mit The New Company oder mit Gotback und dann ist immer nur einer von uns so der Ansprechpartner und muss dann halt so die Termine ein bisschen koordinieren und dann ist es manchmal ganz praktisch, wenn wir uns mal so zusammen hinsetzen, in unsere Kalender gucken und das alles gemeinsam besprechen. Deswegen alles ein bisschen nach hinten verschoben. Es ist jetzt schon 20 nach 11 und ich trainiere jetzt wieder mit Caro. Ich weiß noch nicht, was mich erwartet. Dieses Video hier, was sie hochgeladen hat, dieser Livestream geht, glaube ich, ja, 46 Minuten. Das ist ein Full-Body-Cardio, nee, stimmt gar nicht, Krafttraining. Hardcore heißt es. Also ich bin mal gespannt. Aber ich freue mich drauf, ich habe jetzt richtig Lust. Draußen scheint die Sonne und dann bin ich eh immer noch motivierter. Ich zeige euch mal kurz, was ich gerade gemacht habe. Und zwar habe ich unsere Waschkammer, nicht Vorratskammer, ich sage immer Waschkammer, da hinten auch noch gestrichen. Es ist noch ein bisschen fleckig, weil halt noch nicht überall trocken. Ich habe es da und da gestrichen. Ich mache jetzt dann das Makeover. Hier oben habe ich das Regal abgebaut, das habe ich auch lackiert. Und zwar hier in so einem passenden Grau, irgendwie in so einem Hellgrau. Das hatte ich noch da. Und ja, davor war es Holzfarben. Man sieht es hier unten, so sah es aus. Und ich habe das deshalb oben nicht lackiert, weil sieht man ja eh nicht, das ist so weit oben, guckt kein Mensch hoch, deshalb habe ich mir da die Farbe einfach gespart. Und ich habe jetzt geduscht und mache mich auf den Weg zu Bredda. Und zwar werde ich dort ein bisschen Prototyp bauen und sowas. Wir bringen nämlich, keine Ahnung wann wir es rausbringen, wir haben eine neue Idee. Und die möchte ich weiter umsetzen. Ich kann euch bald mehr erzählen, sobald wir das fertig patentiert lassen haben. Es dauert nicht mehr lang. Und dann bekommt ihr Bescheid.
und könnt schon ein paar Einblicke bekommen. Aber ja, jetzt lieber immer alles erst direkt schützen lassen und dann kann man es zeigen. Tschüss Schatz, bis später. Tschüss. Mein Laptop, der hebt gleich wieder ab zum Mond ungefähr. Fängt immer so an zu schnaufen, wenn ich hier ein Programm offen habe. Und zwar bin ich gerade dabei, neue Bilder für den Shop zu bearbeiten. Das macht immer so einen Unterschied. Also ich passe einfach immer nur so ein bisschen die Helligkeit an. Das war vorher und so sieht es jetzt aus. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig rüberkommt durch die Kamera. Aber das sieht so bearbeitet auf jeden Fall viel, viel besser aus. Das ist aber alles, was ich mache. Und dann kopiere ich mir diese Einstellung einfach und packe die auf die anderen Sachen drauf. Passe das vielleicht noch so ein kleines bisschen an. Weil bei den Closen ist es dann oft ein bisschen zu hell. So, und dann schwuppiduppi bin ich damit eigentlich auch schon fertig und dann kann ich die wieder exportieren. Jetzt am Freitag, also wenn ihr den Vlog seht, morgen am 30. werden nämlich wieder ein paar neue Styles im Shop online gehen. Die haben wir alle schon vor Ewigkeiten fotografiert, aber wir hatten das so ein bisschen aufgeteilt. Ich hatte das ja schon mal erklärt, wegen Temperaturen auch und so weiter, weil wir haben ja auch kürzere Sachen und längere Sachen gehabt und so. Und dann, die wenigsten Menschen haben Lust, ganz kurze Sachen im März zu kaufen, wenn es draußen noch ein bisschen kalt ist. Und dann ist das auch ein bisschen schade, wenn Styles untergehen und so weiter. Yes! Und deswegen bin ich hier gerade dabei, die Helligkeiten anzupassen. Und ich würde sagen, ich hab ein bisschen mehr als ein Drittel geschafft. Und ich habe mir selber so aufgeschrieben, in meinem Kopf, ich habe auch 2 Stunden Zeit, um das fertig zu machen, weil ich um 17 Uhr den Laptop zuklappen möchte. Ich da noch einkaufen gehen will, um auch noch ein paar Blumen zu besorgen. Alex' Oma hat nämlich heute Geburtstag und hat uns zum Abendessen eingeladen. Und da wollte ich gerne noch ein paar Blümchen für sie besorgen. Eigentlich ist alles gemacht, was gemacht werden musste. Und ich habe gedacht, ich zeige euch mal kurz so ein bisschen, wie es hier mittlerweile aussieht. Ganz viele haben sich auch mal gewünscht, dass ich mal so eine Art Roomtour mache. Also hier kommt man rein. Da habe ich ja mal ein Makeover dazu gemacht. Das ist so Aufenthaltsraum und ja, Showroom in Anführungszeichen. Aber wir verkaufen ja eigentlich eh alles online. Hier stehen gerade Paletten. Da ist dann auch immer alles voll, wenn versendet wird. Und hier haben wir leider gerade keine Kartonagen. Denn das ist gerade ein Riesenproblem, dass allgemein Kartonagen so krasse Lieferverzögerungen haben. Wahrscheinlich, also anscheinend, weil Rohstoffprobleme irgendwie, also Papierrohstoff ist Mangelware. Wahrscheinlich dadurch, dass so viel online jetzt bestellt wird oder so. Wir warten schon seit über 3 Wochen auf unsere Lieferung. Also die hätte schon vor über 3 Wochen ankommen sollen. Immer noch nicht da und... Ja, die Hersteller sagen uns beide, also wir haben 2 verschiedene Hersteller, sie kriegen einfach kein Material her und es tut ihnen total leid. Ist natürlich doof für uns. Wir können uns jetzt noch so ein bisschen mit provisorischen Lösungen helfen, aber so langsam soll trotzdem mal was kommen. Wenn es dann hier weitergeht, haben wir links hier noch so einen Raum mit Prototypen und ja, sämtliche anderen Sachen zum Lagern. Dann hier 2 Toiletten, dann hier ein schönes Kunstwerk, da legen wir mal, haben wir den Pinsel abgelegt. Ich habe das mal hier hingehängt, weil ich es irgendwie ganz cool finde. Und hier hinten ist dann unser Individualisierungsraum, das heißt, hier ist der Laser und wenn ein Board individualisiert wird, dann kommt es hier hin und wird halt eingraviert. Da haben wir eine kleine Küche, einfach ja, um sich was zu essen zu machen, trinken. Hier steht ganz viel Altpapier, das wird am 8.5. abgeholt, das heißt, das müssen wir dringend dann rausstellen. Und dann geht es hier den Gang nach hinten, das ist unser Verpackungsraum, da ist immer Fertigware lagern wir da und unsere Inserts, wir verpacken ja alles in Papier, die haben wir damals selber entwickelt, die Verpackung. Und ja, die Rollen, die Boards, ist gerade gar nicht viel da. Dann ist hier links unser Rollenraum. Da kann ich euch jetzt nicht so viel zeigen, weil das so ein bisschen Betriebsgeheimnis ist. Hier geht es aber weiter in den Schleifraum. Hier werden die Boards geschliffen. Also da wird richtig viel Zeit auf jeden Fall verbracht in dem Raum. Dann liegt hier gerade noch der Brandstempel rum. Ich glaube, der muss noch abkühlen. Dann haben wir hier nochmal einen Raum, wo Zeug gelagert wird. Irgendwie Flyer und andere Versuche und nochmal... Rohwarenlager. Und dann ist hier hinten unser Lackraum. Da ist auch das Regal randvoll mit Boards, also überall Boards. Das ist unser neues Board, das finde ich wunderschön. Elanie heißt es. Ich finde die Farbkombi so geil. Dieses dunkle Braun und das Schwarz. Ja, mega. Und das ist eigentlich auch schon alles. Also es sind 170 Quadratmeter oder so. Wir haben wirklich jeden Winkel mittlerweile ausgenutzt. Ja.
Das ist die komplette Bretterfirma eigentlich. Was ich aber vergessen habe, wir haben nochmal ein Lager auf der Hinterseite von dem Haus. Da müssen wir dann immer einmal ums Haus rumfahren, aber da lagern wir dann nochmal mehr Rohmaterial, Holz und so Zeug, was wir dann hier verarbeiten können. Feierabend! Komm, wir sind mit nach Hause, bitte! Sehr schön. Marie hat mich abgeholt. Bin ich nett. Ja, ich war einkaufen. Ich habe uns viele leckere Sachen geshoppt. Und ein Blümchen und Ramazzotti für Biomski. Ah, da freut sie sich auf jeden Fall. Ja. Gut, dann beende ich meine Computer Walk hier. Und zwar habe ich hier so ein Edellieschen geholt. Ich fand, das sah total schön aus. Und ich glaube, dass diese Farbe auch richtig gut so zum Stil und ins Wohnzimmer von Alex Oma passt. Die kann man aber auch rausstellen, aber auch drin haben sie mir in der Gärtnerei gesagt. Also ja, das finde ich ziemlich hübsch. Und dann gibt es dazu noch eine Flasche Ramazzotti. Wisst ihr, was gerade passiert? Alex macht seinen Adventskalender endlich auf. Es waren nur noch ein paar Türchen, die noch offen waren. Ich habe zwei Adventskalender bekommen von Marie. Den einen habe ich natürlich direkt alles immer geöffnet, aber den habe ich irgendwie vergessen. Ja, weil der hing halt hier im Büro. Und ich meine, ich muss auch zugeben, ich habe den ja gemacht, weil ich ein Video gefilmt habe. Und dann habe ich ihn halt fertig gemacht, was man dann nicht im Video gesehen hat. Aber ich wollte nicht alles wegwerfen und dann dachte ich, okay, was soll's. Dann hat er halt noch einen zweiten. Heute darfst du mal alles stehen und liegen lassen und ich räume auf. Ha, sind da geniale Gutscheine noch drin. Ich bereue es sehr. Eine Idee fand ich aber eigentlich ganz cool. Also es sind nicht nur Gutscheine, sondern es sind auch so mal einfach nur Komplimente oder sowas wie lass uns mal spazieren gehen heute oder heute schauen wir deinen Lieblingsfilm. Und irgendwo, wo ist es denn? Habe ich auf jeden Fall Alex auch eine Aufgabe gestellt. Das da? To-do. Ah ja. To-do. Erzähl mir was über dich, was ich noch nicht weiß. Ja, das hat ja dann sogar einen kleinen Vorteil für mich. Ja, und da habe ich gesagt, schwierig. Alex ist aber noch am Überlegen. Du musst es mir auch nicht direkt erzählen. Vielleicht fällt dir ja irgendwann mal was ein, wo du denkst. Das habe ich dir noch nie erzählt. Aber das finde ich eigentlich ganz, ganz süß. So einen Adventskalender mit nur solchen kleinen Zettelchen und Sprüchen und Komplimenten und Gutscheinen. So, ich koche heute für dich oder Fußmassage oder whatever. Wir müssen jetzt noch mal ein bisschen das Studio vorbereiten, denn zwei Teile haben noch gefehlt. Die sind jetzt direkt aus Polen gekommen. Die werden wir jetzt steamen und dann noch fotografieren, damit die halt auch direkt mit online gehen können. Oh, das ist auch richtig hübsch. Süß ist es geworden. Ja, voll schön geworden. Das ist so ein Leinen-Sweater eigentlich, oder? Ja, aber also es ist ja mit Reißverschluss, mit Zip. So als, ich meine, es ist jetzt nicht nur so eine richtige Jacke. Aber man könnte es auch durchaus so als Übergangsjacke anziehen. Dann kannst du da unten noch ein bisschen raffen. Ja, die Farbkombi ist richtig, richtig hübsch. Sieht schön aus, gell? Ja. Finde ich auch richtig schön. Und das Kleidchen ist noch angekommen. Das haben wir in zwei Farben. Und zwar einmal in diesem Altrosa, in dem wir auch die Flow-Hose und diese andere neue ABBA-Hose haben. Und noch in dem Olivton. Und das hat hier so ein Band. Das kann man theoretisch auch rausmachen oder vielleicht einen eigenen Gürtel oder so dazu anziehen. Sag mal, wo ist meine Stimme hin? Und dann kann man das hier so binden. Und das sitzt so eine Handbreit überm Knie, würde ich sagen. Und ist so richtig schön flowy, hat so tasselige Ärmelchen hier. Richtig sweet. Sehr cute. Dann kommen außerdem auch ein paar neue Hosen online. Wir haben hier einmal so eine lange aus diesem Musselinstoff und die hat da unten so einen Abnäher drin und danach soll es aber so fransen. Und das ist so eine Franse, die entwickelt sich dann auch erst mit der Zeit, je öfter man die Hose halt getragen und gewaschen hat. Ist so ein bisschen angelehnt an meine Thailand-Hose, nach der ich immer sehr viel gefragt wurde und in der ich im Sommer lebe. Dann haben wir hier außerdem so einen Top, was super süß ist, mit diesem Babydoll-Effekt. Das wird es in Schwarz und in Weiß geben. Dann kommt ein Rock online, den gibt es auch in diesem Ton und noch in Schwarz, der da unten so einen süßen Fransenrand hat. Und dann gibt es außerdem noch ein paar kurze Hosen. Und zwar einmal den Schnitt, den hatten wir auch letzten Sommer schon mal.
in so einem anderen Leinenmaterial. Und das ist jetzt das gleiche Material wie der Blazer auch. Also das könnte man jetzt so als Set sozusagen anziehen. Das finde ich auch richtig cool. Gibt es dann noch in dunkelbraun. Wir haben nicht so viele Hosenbügel, deswegen hängt das jetzt so hier. Aber you get the idea. Das ist, passt ja auch zum Blazer. Und es gibt aber auch noch eine dritte, und zwar in so einem Cremeton. Und das wiederum passt zu dem Hemd, zu diesem Boyfriend-Hemd, was wir haben. Und das könnte man dann auch so in der Kombi anziehen. Und die Tops, das Top hier, das kommt auch noch in weiß raus. Genau, also es ist kein Top, es ist ein Longsleeve-Oberteil. Ja, meine ich. Also ein Oberteil halt. Ansonsten gibt es jetzt auch endlich Nachschub bei den Flow-Hosen. Ich weiß gar nicht, habe ich die schon in meinen Kleiderschrank geräumt? Ich freue mich so sehr, die jetzt wieder zu tragen. Die haben wir auf jeden Fall auch in dieser Farbe hier und in dem Olivgrün dann. Allgemein möchte ich, entweder ich mache das heute noch oder ich mache das morgen. Muss ich mal gucken, wie wir auch mit dem Shooting durchkommen. So eine Art Try-on-Haul für Instagram-Filmen. Und das werden wir dann beim Mandaladen auch noch vielleicht als IGTV oder sowas hochladen, dann kann man sich da nachträglich nochmal angucken. Und da wollte ich die Sachen einfach nochmal anziehen, irgendwie so kombinieren und dann kann man sich das Ganze nochmal ein bisschen besser vorstellen. Das heißt, wenn euch das interessiert, könnt ihr da vorbeischauen. Und wie immer werden die Teile vom Team in Lübeck so nach und nach am Freitag hochgeladen und so gegen Abend sollte dann auch alles verfügbar sein, denke ich. Ja. Es ist immer spannend. Wir basteln noch ein bisschen an der Website rum aktuell. Genau. Da kann man jetzt, hoffentlich funktioniert es, ich weiß noch nicht, ob es funktionieren wird, so Kundenrezension kann man schreiben sozusagen. Also, falls ihr Bock habt, genau, eine positive Bewertung hinterlassen, dann würden wir uns natürlich sehr freuen. Ja, oder auch so Erfahrungsberichte, wie ist was ausgefallen, genau, oder wie saß das an euch. Man braucht dazu halt ein Kundenkonto, was man ja aber oftmals erstellt, wenn man eine Bestellung absendet. Und wenn man sich da dann einloggt, dann kann man unter den Artikeln so Sternchen da lassen, ja, und auch einen Kommentar schreiben. Ansonsten, Oma hat sich sehr über Ramazzotti und Blümchen gefreut, falls ihr euch das noch gefragt habt. Genau. Und ja, dann hoffen wir, euch hat der Vlog gefallen. Wir sehen uns nächste Woche wieder zu einem neuen Vlog. Wie immer freuen wir uns auf eure Unterstützung. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao. Schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht.